In diesem Video zeige ich dir, wie du beim Marketing DNA Werbung schaltest. Du kopierst den Link wieder in den Browser oder gehst einmal auf die Seite und drückst dir dann Enter. Dann öffnet sich die Seite und es beginnt gleich mit einer sanften, guten Musik. Das ist immer gut, weil Musik motiviert den User, auf der Seite zu bleiben, schauen, was es hier wirklich Interessantes gibt. Das bleibt im Gedächtnis hängen und ist gut für unsere Werbung. Das Video kann sich dann jeder extra in Ruhe anschauen. Wir gehen dann hier in weitere Folge weiter zum Mitglieder-Login. Dann kommt hier die Seite mit den Login-Daten, E-Mail-Adresse und Passwort. Und dann hier mit der linken Maustaste auf Login. Dann kommt der interne Bereich. Wir schauen uns die Seite einmal an. Hier sind natürlich dann wieder Angebote zu sehen. Nein, danke, ich bin an diesem Angebot nicht interessiert. Weiter zum Login-Bereich. Und hier habe ich dann Werbung schalten, Bannerwerbung, Login-Banner. Das sind die Banner, wo dann der User seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen kann. Textwerbung und Solo-E-Mails. Wir beschränken uns auf die Bannerwerbung und auf die Textwerbung. Ich gehe mal hier auf den Link mit der Bannerwerbung. Dann kommt hier schon die Seite, hier wieder den Bannernamen. Ich gehe wieder zu meinem vorbereiteten Projekt. Nimm hier die Überschrift, kopiere die, gehe zurück auf meine Seite. Man sieht hier leider nicht, wie viele Zeichen hier man hier einfügen kann, aber eine Überschrift geht hier immer. So, dann hier die Banner-URL und hier dann die Destination-URL. Hier nehme ich zuerst meine Destination-URL. Die führt den User dann wieder auf meine Landingpage. Immer darauf achten, dass der komplette Link genommen wird, nicht der geklickte Link. Rechte Maustaste, Paste oder einfügen, der linken Maustaste bestätigen. Dann zurück, hol mir den Bannercode. Rechte Maustaste, Copy. Zurück zur Seite. Blauen Link, dann hier Paste bzw. bestätigen. Okay, dann hier dann noch die Kategorie auswählen, Internetmarketing. Wenn ich hier jetzt runter scrolle, dann sehe ich hier schon meinen Banner. Habe hier 100 Punkte vergeben. Wenn ich hier draufklicke, komme ich wieder auf meine Landingpage, wo der User eben hingeführt werden soll, hier dann seine E-Mail-Adresse hinterlässt und wenn er diese anfordert, das Double-Opt-In-Verfahren bekommt und dann die Informationen für dieses Projekt bekommt. Dann gehen wir wieder zurück. Textwerbung. Hier wieder das gleiche, hier der Titel nur mit 20 Zeichen, also immer darauf achten, dass man ein Projekt vorbereitet hat, wo eben auch die Zeichen dementsprechend passen, dass hier passt in diesem Fall. Zurück zur Seite. Rechte Maustaste. Paste mit der linken Maustaste einfügen und bestätigen. Den Werbetext, da nehmen wir die große Überschrift, das sind ca. 60 Zeichen, Copy mit der linken Maustaste, zurück zur Seite, rechte Maustaste, Paste oder einfügen mit der linken
Maustaste bestätigen. Und hier dann die Destination-URL, wo eben der User hingeführt werden soll, auf meine Landingpage. Nennt den vollen Link, nicht den geklickten Link. Rechte Maustaste Copy, zurück zur Seite. Rechte Maustaste Paste oder einfügen mit der linken Maustaste bestätigen. Hier dann die Kategorie auswählen, Internet Marketing. Dann gehen wir hier auf Speichern. So, hier sieht man, Text-Ad wurden erfolgreich eingesetzt. Eine Einblendung kostet 2 Punkte. Scroll hier runter. Hier habe ich schon ein Projekt, das heißt, hier muss ich dann die Punkte noch einmal einfügen, hier 100 Punkte, und gehe hier dann auf Punkte hinzufügen. Und habe hier jetzt meine 100 Punkte für dieses Projekt angelegt. Das wäre es eigentlich schon wieder. Hier kann man dann noch auf Solo-E-Mails gehen. Sie haben 268 Werbepunkte. Also Sie haben aber 0 aktive Referrals und können damit 0 zufällige Mitglieder erreichen. Ich hätte aber hier die Möglichkeit, mit den 260 Punkten 13 Mitglieder zu erreichen. Ich mache das aber nicht, weil das nicht viel bringt. Aber hier ist es im Prinzip kein Problem, hier den ganzen Text, einen Werbetext vorbereiten und den Text hier hineinkopieren, hier die Überschrift setzen. Hier kann man dann das noch bearbeiten mit Schriftgröße, also wie eine Word-Datei. Und unten dann auf Abschicken. Das müsste gehen. Ich spare mir diese Werbung auf. Für die anderen, für die Bannerwerbung und für die Textwerbung. Aber ich denke, das dürfte hier kein Problem sein, hier den Werbetext hineinzukopieren und das Ganze dann hier abzuschicken. So, das wäre es wieder für diese Seite. Viel Spaß und viel Erfolg.